20.05 Uhr. Guten Abend. Kontrafunk, die Stimme der Vernunft, präsentiert Ihnen Paul Brandenburg live. Der Polit-Talk mit Ihnen. Mit Ihrer Meinung, Ihren Fragen live und unzensiert. Heute zum Thema: Mit rechts aus der Krise? Hat die parlamentarische Rechte Lösung für die historischen Krisen und Probleme unserer Republik? Rufen Sie uns live hier im Studio an. Die Nummer unserer Hotline und alle Infos zur Sendung finden Sie auf paulbrandenburg.live im Netz. Ihre Anrufe nehmen wir der Reihenfolge nach. Ungefiltert, unzensiert und unausgesucht. Und all dem stellt sich mein heutiger Gast. Ich begrüße sehr herzlich die stellvertretende Vorsitzende der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, Beatrix von Storch. Schönen guten Abend, Frau von Storch. Sehr gerne nochmal. Hallo, Herr Brandenburg. Schön, dass Sie da sind. Frau von Storch, rund die Hälfte der Deutschen gibt schon an, kaum noch Vertrauen in unsere Demokratie zu haben. Über die Hälfte der Deutschen sagt, dieser Regierung ist nicht mehr zu trauen. Die anderen Probleme, die wir derweil haben, sind bekannt. Das reicht von Energieknappheit über eine Rekordinflation bis hin zu handfesten Sicherheitsproblemen. In dieser Lage, was hat die parlamentarische Rechte, hat eigentlich die deutsche politische Rechte anzubieten an Lösungen? Ja, ich glaube, viele von den Problemen hätten wir gar nicht, wenn wir hier schon länger Verantwortung getragen hätten und wenn das Programm, das wir angeboten haben, schon umgesetzt worden wäre. Wir können anfangen bei der Massenmigration, die sicherheitspolitisch uns überfordert, um es etwas euphemistisch auszudrücken. Die Lage verschärft sich jetzt nochmal deutlich. Wir haben eine zweite Migrationswelle 2015, die im Moment einsetzt. Wir haben eine Bundesregierung, die das offensichtlich forcieren wird und will. Wir haben zusätzlich natürlich zu der 2015 Migrationskrise, also das, was, ich sag mal, aus Syrien, Nahost und Nordafrika kommt, die Flüchtlinge aus dem Krieg in der Ukraine, die wir jetzt auch noch verkraften müssen, dass diese Problematik hätte es so mit uns nicht gegeben, denn wir haben schon seinerzeit gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Asyl und Migration. Und wir können nicht eine Massenmigration in dieses Land zulassen, so wie wir es in den vergangenen Jahren seit 2015 gesehen haben. Das geht schon mal gar nicht. Das Problem verschärft sich jetzt dadurch, dass diese Regierung ja auch diese Menschen alle noch einbürgern und zu Staatsbürgern machen will mit Pass und Wahlrecht. Die überholen sich jetzt und wollen das Wahlrecht auch noch für Ausländer hier einführen. Man kann sich das alles gar nicht ausdenken. Das ist das eine große Thema, das es mit uns so nicht gegeben hätte, da hätten wir eine Lösung gehabt. Einwanderung, das erste große E. Das zweite große E ist Euro. Das ist das Thema, das Gründungsthema der AfD gewesen. Da haben wir schon bei Gründung der AfD gesagt, der Euro funktioniert so nicht. Der Euro ist nur dann zu halten, wenn Schulden gemacht werden in anderen Ländern, für die wir am Ende bezahlen. Das ist gegen den Vertrag von Maastricht gewesen. Das ist verfassungswidrig. Das führt am Ende zu einer großen Inflation, denn der Euro kann dann nur gerettet werden durch immer mehr Geld drucken, zuerst für Griechenland und dann für den Rest der Eurozone. Genau das ist passiert seither. Und wir haben jetzt genau die Inflation. Das hätte es mit der AfD nicht gegeben. Da haben wir also ein gutes Konzept gehabt, das umgesetzt werden soll. Und das dritte große E neben Einwanderung und Euro ist die Energiewende, die Energiekrise, die wir haben. Wir sind die Einzigen, die sagen, wir brauchen die modernste Kernkraft der Welt. Wir brauchen auch deutsche Kohle, wir brauchen Gas, wir brauchen einen breiten Energiemix. Wir können auch erneuerbare Energien haben, alles das zusammen. Aber aus allen konventionellen Energieträgern auszusteigen und sich dann abhängig zu machen von einem Gaslieferanten, egal welcher das ist, ob das nun Russland ist oder irgendein anderer Despot in der Welt, das ist unklug oder gefährlich. Und das ist das Problem, das wir jetzt haben. Das heißt, mit der Energiepolitik der AfD wäre es zu dieser Krise, die wir jetzt haben, nicht gekommen. Also in allen wesentlichen Bereichen, über die wir heute reden, hat die Rechte ein Angebot zu machen. Wir haben ein Angebot, steht an. Danke. Lassen Sie uns rausfinden, was die Bürger dazu sagen. Beatrix von Storch sagt drei klassische AfD-Positionen. Sie nennt sie die großen drei E's, die es da gibt. Einwanderung, Euro, Energie. Es wäre alles anders gekommen. Wir fragen unseren ersten Anrufer, ob denn der da so mitgeht. Ich grüße Sie. Willkommen bei Paul Brandenburg live. Mit wem sprechen wir? Hallo Paul, hier ist der Lutz aus Brandenburg. Hallo Lutz. Lutz, du bist live auf Sendung bei Beatrix von Storch und Paul Brandenburg live. Deine Position dazu. Kann uns die Rechte aus dieser Krise führen? Dazu müsste die Rechte ja erstmal an der Parlamentsarbeit ordentlich beteiligt werden. Das
ist, denke ich, erstmal eine Grundvoraussetzung. Und ja, es wird über die AfD nur Hass und Hetze ausgeschüttet. Man sagt, ja, die AfD sei rechtsradikal und isoliert praktisch die politische Arbeit der AfD. Wobei ich natürlich sagen möchte, also erstmal vorab, ich bin jetzt kein Fan der AfD, ich bin weder links noch rechts. Aber ich muss natürlich sagen, wenn keine Regierungsverantwortung in die Hände der AfD gelangt, dann kann sie natürlich auch nicht nachweisen, ob sie in der Lage ist, die übertragenen Aufgaben zu erfüllen oder die Anforderungen, an die sie gestellt werden, dass sie die irgendwie auch vernünftig erledigen können. Ja. Gut, das gibt natürlich den schwarzen Peter jetzt zu den anderen. Nicht? Wir erleben sehr wohl, ich denke, das ist keine Frage der Haltung zur AfD. Sie wird effektiv ausgegrenzt aus der Parlamentsarbeit. Das erleben wir von der Wahl der Vizepräsidenten im Bundestag zu allen eigentlich tagespolitischen Geschäften. Lutz, aber was heißt das? Kann die AfD nun etwas tun gegen diese Ausgrenzung? Muss sie etwas tun gegen diese Ausgrenzung? Wie siehst du das? Also die AfD muss in jedem Fall was tun gegen diese Ausgrenzung. Mir persönlich muss ich ehrlich sagen, wenn ich die Sache von außen beobachte, ist die AfD noch zu leise. Ja, also, naja, also ich sag mal, die letzte Kundgebung der AfD am Platz der Republik ist ja noch nicht so lange her, ein bisschen über eine Woche. Wenn die Berichterstattung darüber in unseren, ja, in Anführungszeichen Qualitätsmedien, ja, so zu wünschen übrig lässt, dann fehlt mir einfach auch der Aufschrei der AfD, dass er sagt, Leute, so kann es nicht sein. Mhm. Weil der Platz der Republik hat 36.900 Quadratmeter. Wieder was gelernt, vielen Dank. Ja. Der Platz war voll. Mhm. Der Platz war wirklich voll. Und man muss einfach mal gucken, die Bild-Zeitung schreibt am Sonntag nach der Veranstaltung, es wären 3.000 Teilnehmer da gewesen. Die AfD, die ARD sagt, es waren 8.000. ZDF sagen, es waren 10.000. Und eine Woche später findet man dann im Internet die offiziellen Teilnehmerzahlen, da waren es dann 20.400 paar Zerschlagene. Hm. Also das ist schon eine weite Schere, die da auseinandergeht. Hm. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, mir ist die AfD einfach noch zu leise. Den Punkt nehmen wir mit. Und Lutz, wenn du erlaubst, wenn Sie erlauben, wir wollen die Nächsten dann auch noch zu Wort kommen lassen. Kurzes Statement vielleicht von Frau von Storch dazu. Vielen Dank für den Anruf. Frau von Storch, ja, ist das so? Ist die AfD da zu leise? Ich ahne Ihre Antwort schon, aber ist die AfD schuld an Ihrer Mediendarstellung? Nein, also was heißt, wir sind zu leise? Die Medien berichten natürlich nicht ordnungsgemäß, neutral oder irgendwie auch nur halbsachlich über uns. Das ist in der Tat ein Problem. Was es angeht, die parlamentarische Arbeit, wir trennen mal das Lautsein und die parlamentarische Arbeit. Die parlamentarische Arbeit, die machen wir im Bundestag, die machen wir auch in den Landesparlamenten. Und ich glaube, das, was man jetzt sieht, ist, dass die Programmatik, die wir vertreten, die wird ja jetzt diskutiert. Und die Probleme, die wir haben, weil man unsere Programmatik nicht umgesetzt hat, die verursacht jetzt die Probleme, die wir haben. Ich habe da im Eingang zu ausgeführt. Und wir sind zu leise. Ja, die Medien bilden uns natürlich nicht richtig und ordnungsgemäß ab. Das stimmt. Aber jetzt gerade mit Blick auf die letzte Demonstration muss man feststellen, sie kamen gar nicht mehr umhin, um festzustellen, wir sind mehr. Hashtag. Und das hat die schon ganz schön irritiert, weil sie gesehen haben, dass wir ein deutlich mehr als das Zehnfache hatten, als die Gegendemonstranten, die natürlich auch bundesweit mobilisiert haben. Und da kommt dann nur noch so ein trauriger Haufen angeschlurft, der ja einfach nur noch jämmerlich ist. Und das hat die schon ganz schön irritiert, weil sie gesehen haben, dass die Probleme, die jetzt da sind, so groß sind, dass das tatsächlich das Gegenmobilisieren ganz, ganz schwierig macht. Und das Thema bezahlbare Energie und Energie überhaupt und Inflation, Preistreiberei, das sind Themen, die sind jetzt nicht mehr so moralisch und politisch aufgeladen. Da geht es den Menschen jetzt tatsächlich an die Existenz und da wird das richtig schwierig für die Presse, weiter und gegen uns so zu hetzen. In der parlamentarischen Arbeit, das ist richtig, das haben Sie gesagt im Eingang, da versucht man uns natürlich auszugrenzen, man versucht uns rauszuhalten, aber das führt dann zu so absurden Ergebnissen. Ich sag mal Sachsen als bestes Beispiel, da gibt es eine Zweidrittelmehrheit von AfD und CDU, aber das Land wird
links regiert, weil man einfach mit uns nicht regieren will. Und in Thüringen hatten wir das Gleiche gesehen, bekanntes Beispiel. Die CDU intronisiert einen linken Ministerpräsidenten, einfach weil sie nicht mal mit unseren Stimmen einen FDP-Mann tragen wollen. Das ist absurd, die machen sich handlungsunfähig. Und was man auf Bundesebene dazu sieht, ist, dass jetzt auch die CDU natürlich massiv in die Ecke gedrängt ist. Man sieht das an Herrn Merz, der auch genau weiß, er wird schon gern Kanzler sein. Aber das muss er mit den Grünen werden. Deswegen muss er mal mit einer Frauenquote beispielsweise seine Programmatik aufzubohren und sich zum Löffel zu machen, indem er sich bei den Linken anbiedert. Und auch im Bereich der Energiepolitik, da fordert die CDU jetzt Kernenergie, weiß natürlich, dass das mit den Grünen nicht geht. Die FDP fordert auch Kernenergie, weiß, das geht mit den eigenen Koalitionspartnern im Moment gar keinen Fall. Und beide wissen auch, es gäbe für Kernenergie, als Stichwort für Energiesicherheit, Stopp dem Blackout, gäbe es eine Mehrheit im Deutschen Bundestag mit uns zusammen. Aber sowohl der CDU als auch der FDP ist es lieber, dass dieses Land sehenden Auges in einen Blackout reinläuft, in einen Energienotstand hineinläuft. Sie gibt Hinweise dazu, Klares. Wie man sich auf den Blackout vorbereitet. Aber den Blackout verhindern mit den Stimmen der AfD, das will man dann doch nicht. Klares damit Statement. Klares Statement, Frau von Storch. Wenn Sie angegriffen werden, dürfen Sie es auch bringen. Sie verzeihen, dass ich trotzdem den nächsten Anrufer in die Leitung dazu holen will. Die Frage scheint mir schon spannend. Wie soll es die AfD denn anstellen, nicht mehr ausgegrenzt zu werden? Willkommen bei Paul Brandenburg Live. Vielleicht haben Sie eine Lösung für diese Frage oder eine andere Meinung dazu. Mit wem spreche ich bitte? Achso, hi, ich bin Paula aus Berlin. Paula, ich grüße Sie. Ja, und ich würde halt grundsätzlich mal sehen, also gerne wissen, was Sie denken, jetzt weiter auch für die Leute zu tun, die jetzt so viel Nebenwirkungen haben. Das heißt, die Frage an die AfD ist, wie geht die AfD mit den... Mit der Gesundheit um. Mit der Gesundheit und den sogenannten Impfungen und ihren Nebenwirkungen. Genau, genau. Klarfrage. Weil da hörst du irgendwie gar nichts und die sagen immer, sie tun alles und das würde ich einfach gerne mal kurz wissen, wie Sie dazu stehen. Liebe Paula, herzlichen Dank dafür. Frau von Storch, ich würde die Frage sogar noch ergänzen und Ihnen mal vorwerfen, das war ein Schlingerkurs, den wir bisher von der AfD da gesehen haben in Sachen Corona. Das war erstmal ein bisschen gegen die Maßnahmen, dann dafür. Jetzt was weiß man es nicht so richtig. Was antworten Sie, Paula aus Berlin? Wie gehen wir mit den Nebenwirkungen um? Na, da antworte ich Paula aus Berlin und Paul aus Berlin. beiden gleichermaßen. Also Schlingerkurs, nein, das würde ich nicht so sagen. Und wenn, dann andersrum, als Sie gesagt haben, in der Reihenfolge, in dem ganz am Anfang, in dem Moment, wo wirklich völlig unklar war, was kommt da eigentlich, in den ersten Wochen, wo man hörte, in China ist irgendwas passiert und wir können das überhaupt nicht sortieren, was das ist. Da haben wir gesagt, macht die Grenzen zu, schließt die Flughäfen, keine Flieger mehr aus China und dem Iran, die ja noch bis zum Schluss gekommen sind, wo es besonders schlimm gewesen ist. Und sortieren wir mal, was dort eigentlich jetzt die Lage ist. Dann allerdings haben wir sehr schnell gesagt und sehr klar gesagt, dass die Bekämpfung des Viruses in der Art und Weise mit einem totalen Lockdown der privaten und der öffentlichen Wirtschaft der vollkommen falsche Weg ist und dass wir hier gezielt die schutzwürdigen, die vulnerablen Gruppen geschützt werden müssen und nicht die Kindergartenkinder mit Masken und Schulschließungen drangsaliert werden müssen. Da haben wir eine ziemlich klare Linie gehabt. Okay, und wie wirst du jetzt mit den Nebenwirkungen umzugehen? Verzeihen Sie mir, dass ich auf die Uhr schauen muss, um auch den Nächsten dann sogar gerecht zu werden. Ich muss also kürzer werden in den Antworten, verstehe. Ich helfe Ihnen dabei. Haben wir klar adressiert, auch wieder in der letzten Bundestagsdebatte. Mhm. Wenn Sie nachschauen wollen, ich habe das sogar bei mir vertwittert, jetzt gerade eben vor wenigen Tagen. Herr Lauterbach hat auf Fragen von uns mit Blick auf Impfwerbung und Impfnebenwirkungen wirklich Erstaunliches gesagt. Und auf eine Frage von mir hat Herr Lauterbach gesagt, es gibt keinen Impfstoff, der so gut getestet worden ist wie der jetzige, denn er ist milliardenfach verimpft worden. Wir haben also Milliarden Versuchspersonen gehabt, die teilgenommen haben, nämlich alle die Menschen, die sich geimpft haben weltweit. Und davor warnen wir ausdrücklich. Wir fordern, dass die Impfnebenwirkungen erstmal statistisch überhaupt korrekt erfasst werden, denn das ist das Grundproblem. Das wird ja gar nicht gemacht. Die Ärzte wollen nicht und können nicht
das Gesundheitsministerium, RKI, Paul-Ehrlich-Institut versuchen zu verschleiern, wo es nur geht. Wir warnen davor intensiv. Wir haben immer gesagt, jeder soll sich impfen lassen, der gerne möchte. Aber er sollte gut informiert sein darüber, was hier an Nebenwirkungen passiert. Und das sehen wir äußerst, äußerst, äußerst kritisch bis dramatisch. Also das heißt, weit weg davon, für Impfung Werbung zu machen. Alles klar, das nehmen wir so zur Kenntnis. Der nächste Anrufer kommt aus Hamburg. So viel kann ich der Technik entnehmen. Ich begrüße Sie. Herzlich willkommen bei Paul Brandenburg Live. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Martha und aus Hamburg und ich würde sehr gerne dabei sein. Das sind Sie, Marga. Ich begrüße Sie. Sie sind bei Frau von Storch und mir im Ohr und bei vielen tausenden Hörern hoffentlich. Und wir sind ganz gespannt, was Sie dazu beizusteuern zu haben. Führt uns die politische Rechte eventuell aus der Krise? Das kann ich weder mit Ja noch mit Nein beantworten, weil es steht einiges mehr zur Debatte. Nämlich, ich hätte jetzt nur einen Vorschlag. Ich kann ja nicht sagen, die Rechte werden uns zu mehr Freiheit und wie auch immer führen. Aber ich bin der Meinung, der AfD ist eigentlich gar nicht leise. Ich sage eben halt das, was Frau Storch auch gerade gesagt hat, die Medien lassen das nicht zu, dass wir wissen, was sie tun. Also ich spreche mal jetzt mal auch von dem Reden von Frau Weidel, die waren grandios. Das Problem ist nur, oder ist das mein Vorschlag, dass die AfD bitte versucht, die Menschen draußen zu erreichen, indem sie noch mehr darüber berichten, noch mehr Plakaten, noch mehr Werbung möchte ich nicht sagen, aber Aussagen tätigen, nicht nur über die drei E's, sondern auch über die Buchstabe O mit Umlaut, nämlich Überwachung. Wir werden permanent überwacht. Und das muss die AfD noch deutlicher den Menschen darstellen. Wie das geht, kann ich nicht sagen, weil ich bin ja keine Politikerin. Mhm. Aber es muss doch eine Möglichkeit geben, dass die AfD noch lauter, noch präsenter sein muss, in den von am Plakaten, an Infostände, an wie auch immer, die Menschen darüber informiert, dass sie nicht rechtsradikal sind, sondern dass sie für die Menschenrechte stehen. Das fehlt mir in dieser ganzen Debatte. Und ganz besonders Punkt Überwachung. Dazu habe ich nämlich ja auch etwas bei mir, aber darüber wollte ich Sie, Paul, sprechen und mit Ihnen in Kontakt aufnehmen. Das ist mein Herzenswunsch, seitdem Sie in Hamburg waren, aber ich konnte Sie gar nicht sprechen. Okay, jetzt ist bei die andere Geschichte. Genau. Genau. Ich nehme das einfach mal mit. Danke Ihnen, Martha, für den Anruf und stelle fest, es ist ja eine gewisse Absurdität, erlauben Sie, Frau von Storch, dass jetzt sozusagen von den Rechten erwartet wird, die Überwachung zu geißeln und zu bekämpfen. Es war ja dann doch früher irgendwie eher andersrum. Ich erlaube mir, die Frage mal ein bisschen auszuarbeiten. Was ist denn jetzt noch spezifisch rechts, wenn wir wirklich mal eine Grundsatzfrage stellen und sagen, wenn diese große Krise, die wir jetzt haben, diese Vertrauenskrise in den Parlamentarismus, die ich da sehe, vielleicht sehen die Sie die ja nicht, aber wenn wir da eine Vertrauenskrise in den Parlamentarismus haben, wie ist denn die spezifisch rechte Antwort dann darauf? Sie haben ein paar tagespolitische Dinge ja genannt, die sicherlich sehr, sehr wichtig sind. Jetzt kommen die Menschen und fordern von Ihnen die Geißelung der Überwachung. Naja, da kommt ja rechts und links ganz schön durcheinander, oder wie sehen Sie das? Ja, das hat die Probleme, die wir heute haben, haben mit rechts und links im alten Schema nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun, möchte ich meinen. Eine gesicherte Energieversorgung, das Heizen können einer Wohnung auch im Winter, keine Ratschläge von der Regierung zu bekommen, ob ich mich Waschlappen wasche oder warm dusche, das sind alles Themen, die sind irgendwie nicht rechts oder links, sondern das Programm, was wir dafür anbieten, ist einfach nur vernünftig. Das ist einfach nur der normale, gesunde Menschenverstand, der dort durchgesetzt werden müsste. Und wenn Sie es so wollen, ist linke Politik einfach gegen die Gesetze der Denklogik und gegen den normalen, gesunden Menschenverstand gerichtet. Das kann man jetzt in verschiedensten Themen elaborieren. Ich soll mich ja kurz halten, aber die haben einfach nur noch Ideologie. Herr Bolz hatte das schön formuliert und hat gesagt, die Grünen, das ist keine Partei, das ist eine religiöse Sekte. Und denen ist mit Fakten, denen ist mit Wissenschaft, denen ist mit Argumenten, denen ist mit den Nöten der Menschen vollkommen egal. Das interessiert die alles nicht. Die wollen raus aus den konventionellen Energie
Trägern und das Leid der Menschen danach, das ist denen egal. Die wollen das Klima der Welt in den nächsten 1000 Jahren retten, dass wir möglicherweise nicht durch den nächsten Winter kommen. Das ist denen einfach egal. Das ist keine Frage von rechts oder links, wenn sie so wollen. Oder sie können sagen, die Rechten, die wollen das nicht. Die wollen Politik für die Menschen machen und die den anderen, denen geht ihren ideologischen Glaubenssätze, sind ihnen einfach wichtiger. Also. Und das ist ein Problem und das führt dazu, dass die Menschen das Vertrauen in den Staat verlieren. Das ist im Übrigen nicht die Delegitimierung des Staates, sondern die Menschen, die das Vertrauen in den Staat verloren haben, darüber wegen Überwachung, was gerade angesprochen worden ist, wegen Ausgrenzung der Opposition in den Parlamenten. Das sind nicht die, die den Staat delegitimieren, sondern das sind die, die den Staat gerne wieder so hätten, wie er mal war und zurückgestuft auf die Aufgaben, die seine vornehmsten und grundsätzlichen Aufgaben sind. Sicherheit. Das sieht der Staat, da kann ich auch sagen, aus eigener Erfahrung manchmal anders, was das Delegitimieren angeht. Aber ich danke Ihnen für die Antwort. Wir haben den nächsten Anrufer als Anonymen in der Leitung. Mit wem sprechen wir bitte? Schönen guten Abend. Willkommen bei Paul Brandenburg Live. Hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Sabine Meyer. Ich rufe aus Hamburg an. Und ich würde gerne was zu der Drucksache, die die AfD ja gemacht hat, vom 12.10.22 203943 sagen. Liebe Frau Meyer, helfen Sie doch allen anderen, die jetzt nicht so bewandert sind in der Drucksachennummerierung des Bundestages, vielleicht auch Frau von Storch. Auch hier bitte. Worum ging es da in der Drucksache? Also in der Drucksache geht es darum, dass die AfD Alice Weidel einen Antrag gestellt hat, weil ja jetzt die ganzen Flüchtlinge hier reinkommen, dass das Bürgergeld mit Zwangsarbeit vorgesehen ist. Und ich sehe das sehr problematisch, weil ich bin leider davon selber betroffen. Ich bekomme auch SGB-II-Leistung und muss sagen, ich pflege hier meine Mutter. Und dann wäre die Pflege meiner Mutter natürlich dementsprechend nicht mehr gewährleistet. Und wir leben ja in einem demokratischen Rechtsstaat. Und es kann ja nicht sein, dass man sowas hier fordert. Also ich bin da sehr entsetzt, weil ich muss sagen, hat man da aus der Geschichte nichts gelernt. Und wenn ich mir sowas durchlese, ich komme da wirklich vom Glauben ab, weil sowas geht gar nicht. Natürlich ist es ein großes Problem, dass die Ukraine alle hier, was man ja auch sehr nachlesen konnte auf Telegram, wie auch immer, da bin ich ja auch, dass es dort hieß, dass die alle mit den Flixbussen hier reinkommen, dass das da ein Problem ist. Aber ich denke mal, dass das Problem ist, dass die Regierung verpasst hat, extra ein Gesetz zu machen, extra für diese Flüchtlinge und gesagt hat, in der Eile machen wir ganz, ganz schnell, dass die ukrainische Flüchtlinge ins SGB II kommen. Und ich denke mal, dass damit das Problem war, aber ja, also das darf auf keinen Fall passieren, dass man jetzt hier sagt, jeder, der im SGB II ist, der müsste hier Zwangsarbeit leisten. Mhm. Zumal auch das Bundesverfassungsgericht ja 2010 und jetzt auch, ich glaube, das habe ich aber jetzt leider nicht im Kopf, die aktuelle Bundesverfassungsbeschwerde, die da auch eingereicht worden ist, da hat man ja gesagt, man darf kein Sozialhilfe, also sprich derjenige, der im SGB II ist, den darf man nicht hungern lassen. Da müsste man immer noch das Existenzminimum mit 70% gewährleisten, also praktisch 30%. Das hat ja jetzt das Bundesverfassungsgericht entschieden. So, und Frau Meyer, gestatten Sie, dass ich die Frage vielleicht, damit Sie auch, Sie haben gerade gesagt, Sie haben da nicht viel im Kopf. Ich glaube, Sie haben sehr viel im Kopf und bin ganz beeindruckt, welche Drucksachen Sie zitieren können. Darf ich die Frage an Frau Storch vielleicht so umformulieren und sagen, beabsichtigt die AfD oder wie steht die AfD dazu, solche Sozialleistungen wie das Bürgergeld an obligate Arbeitsdienste zu koppeln? Also gibt es Pläne in die Richtung und wenn ja, wie rechtfertigen Sie die? Fasst das Ihr Ansinnen im Kern zusammen? Ja, das wäre so in Ordnung, ja. Gut, dann gebe ich die Frage so weiter an von Frau Storch mit der Bitte um eine möglichst prägnante Antwort, damit wir die Nächsten zu Wort kommen lassen können. Herzlichen Dank nach Hamburg für diesen Anruf und für Ihre Frage. Frau von Storch. Ja, also wir sind der Meinung, dass das, was jetzt geplant wird durch die Bundesregierung, einfach komplett falsch ist. Es kann nicht sein, dass wir haben natürlich vollkommenen Konsens, dass Menschen in Not geholfen werden muss und dass Sozialleistungen gezahlt werden müssen für diejenigen, die selber ihr eigenes Existenzminimum nicht sichern können. Das ist vollkommen klar. Was die Bundesregierung jetzt plant, das ist in der Tat
hochproblematisch, um es so zu sagen, denn es lohnt sich für den Normalen fast nicht mehr zu arbeiten. Ein Familienvater und mit Frau und zwei Kindern, die in der Summe von 2.500 Euro Gelder am Ende haben, plus Miete, plus Energiekosten, das sind Gelder, die der Normale gar nicht mehr verdienen kann, um auf den gleichen Satz zu kommen. Das heißt, der Anreiz, arbeiten zu gehen, der Anreiz, einen eigenen Beitrag zu leisten, der ist verständlicherweise, der geht gegen Null, der geht auf jeden Fall viel zu stark zurück. Insbesondere, wenn Miete und Energiekosten auch noch übernommen werden. Das ist ja das, was diejenigen, die die Gelder bezahlen sollen, für die, die das Bürgergeld bekommen, sich gar nicht mehr leisten können. Das heißt, die einen müssen anfangen zu sparen beim Essen und bei der Energie, bei der Gasversorgung und so weiter, bei der Heizung. Die können sich das alles nicht mehr leisten. Und auf der anderen Seite sind die, die jetzt über 500 Euro im Monat bekommen sollen, pro Person, plus Miete, plus Energiekosten. Das summiert sich bei denen auf zu Beträgen, für die die anderen arbeiten müssen. Und da sagen wir, dass es einfach nur eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass dafür auch der Gemeinschaft, der Gesellschaft gegenüber etwas zurückgegeben wird. Und das ist nicht als Zwangsarbeit zu bezeichnen, sondern das ist ein fairer Beitrag, den alle leisten müssen, die aus welchen Gründen auch immer auf Kosten der anderen leben. Nicht, weil es aus böser Absicht ist, vielleicht auch aus der Not heraus, weil sie keine Beschäftigung haben, weil sie kein Einkommen haben. Aber man kann nicht den Anspruch gegen die Gemeinschaft artikulieren, ihr müsst für mich arbeiten, ich allerdings leiste, obwohl ich könnte, keinen kleinen Beitrag und gebe das an die Gesellschaft zurück. Ich glaube, das spaltet die Gesellschaft und deswegen ist das ein Angebot dazu, das wieder zusammenzuführen und nicht zu spalten. Nun sagt Frau Meier aus Hamburg, sie pflegt eben mit Sozialleistungen ihre Mutter. Das heißt, sie sagt auch, ich kann nicht meine Mutter gleichzeitig pflegen und Arbeitsdienste irgendeiner Art verrichten. Das geht nicht. Das beißt sich da in den Schwanz, um so zu sagen. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist jetzt, die Fälle muss man sich natürlich angucken, an wen werden welche Anforderungen gestellt. Dass Pflege zu Hause ist, ich glaube, wahrscheinlich der härteste Job der Welt. Das ist auch der beste. Das ist der größte, den man leisten kann. Kinder, die ihre Eltern pflegen, das muss berücksichtigt werden, das wird Eingang halten. Aber das ist nicht die Hauptproblematik. Die Hauptproblematik in der Masse der Fälle ist der auch beschrieben worden ist von Menschen, die plötzlich hierher kommen, die plötzlich Anspruch haben auf alles und nichts zurückgeben sollen. Die Leistungen, die man zu Hause bringt und die Möglichkeiten, die man hat, um überhaupt leisten zu können, so wie bei der Dame eben gerade, müssen natürlich berücksichtigt werden. Alles klar. Wir sehen viele tagespolitische Themen, viele ganz konkrete Probleme, die den Menschen umtreibt, sehr verständlich. Die Grundsatzfrage nach der Rechten schwebt für mich da noch im Hintergrund. Aber vielleicht stellt sie der nächste Anrufer, denn hier sind Sie der König. Guten Abend, willkommen bei Paul Brandenburg Live. Mit wem spreche ich bitte? Hallo? Hallo, Sie sind live auf Sendung. Wer ist denn da? Moment, kleinen Augenblick. Ich höre gerade schlecht, aber ich höre Sie. Moment. Natürlich wahnsinnig gerne und amüsieren uns weiter mit Prof. Storch in trauter Runde. Nein, jetzt haben Sie Ihr Radio ausgeschaltet oder Ihr Streaminggerät und jetzt können Sie uns Ihre Frage geben. Kleinen Augenblick. Ich höre. Ja, schönen guten Abend. Hier ist der Sigmar aus Halle. Ich grüße Sie, Sigmar. Und kurz den Livestream ausmachen. Moment. Ja, ich dachte gerade, er wäre schon aus. Aber jetzt ist aus. So, Ihre genau. Frage, Ihr Statement an Frau von Storch oder zur Frage der Rechten im Allgemeinen, bitte. Genau, also erstmal ganz kurz eine Anmerkung, die ich von Frau Storch sehr gut fand. Also das ist heute sowieso kaum noch möglich, zwischen rechts und links vernünftig zu unterscheiden. Das ist eher eine historische Geschichte. Diesen Ansatz finde ich sehr gut. Leider arbeiten die Medien immer noch mit diesen Begriffen und wir sollten uns vielleicht so ganz langsam angewöhnen, diese Begriffe halt so abzulegen. Zur Anmerkung von Frau Storch, eben zu diesen Sozialleistungen, finde ich cool, dass es jetzt direkt so übergangslos geklappt hat. Habe ich auch eine Frage, wie erstens Frau Storch selber und die AfD insgesamt, sage ich mal, zum Thema, wie soll ich das jetzt formulieren, ohne kommunistisch zu klingen, weil ich das nämlich definitiv nicht bin. Ja, sagen wir mal, zum Thema Großkapitalismus steht, weil klar ist, da hat die Frau Storch recht, dass sich Arbeiten in ihrer Definition dann nicht mehr lohnt, wenn andere Menschen dieses Bürgergeld bekommen würden und andere, wie gesagt, für viel weniger Geld arbeiten würden. Jetzt muss man sich aber ja die Frage stellen, warum ist das so? Muss man dann nicht an den Ursachen arbeiten, warum es sich dann nicht mehr lohnt, arbeiten zu gehen? Warum, sage ich mal beispielsweise, die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer? Und da fehlt mir in den letzten Jahren bei der AfD wirklich ganz klar auch eine klare Kante gegen
Richtung Großkapital, Vanguard, BlackRock etc. Ne? Wenn man sich Lebensläufe anguckt von Frau Weidel, die ich für eine sehr intelligente, gute Rednerin halte, sehr gebildet, aber wenn ich mir anschaue, okay, Goldman Sachs, ne, Allianz Global Investment und so weiter, sofort chinesisches Rentensystem, Garantie für Armut und so weiter, das sind Richtungen, die gefallen mir nicht. Das geht alles so ein bisschen in Richtung Feudalkapitalismus und solche Verhältnisse, wie wir sie mal in Preußen haben, ne? Auch diese Vorschläge 2020 von der AfD in Sachsen, dass Leute, die keine Nettosteuern zahlen, nicht wählen dürfen und so, die stoßen mir halt sehr sauer auf. Also mir fällt ganz klar, sage ich mal sogar so ein kleines bisschen link aus Richtung der AfD in die Richtung, wir müssen auch, wenn wir Mindestlohn haben, müssen wir auch Maximallohn haben. Mhm. Wir müssen halt schauen, wie wir diese großen Kapital- oder diese globalen Kapitalströme halt ein kleines bisschen wieder in den Zaum kriegen. Das wäre meine Frage, welche Position die AfD oder Frau Storch da vertreten. Also ich sage mal, wenn ich es mal ein bisschen wieder zusammenfassen darf, ich habe ja die unglückliche Aufgabe, es immer kürzen zu müssen. Wie viel soziale Marktwirtschaft ist bei der AfD da und wie viel Marktwirtschaft oder Großkapitalismus, wie Sie es nannten, ist da bei der AfD. Es trifft das. Genau, weil es gibt. Korrekt, es gibt ja diesen Riesenunterschied, spätestens seit Norbert Hering wissen das viele, wer es gelesen hat, es gibt dann einen Riesenunterschied zwischen Kapitalismus und Marktwirtschaft, genau. Alles klar. Ich bin zwar nicht der Meinung, dass es rechts und links nicht mehr gibt, bin gespannt, wie Frau von Storch dazu steht, aber jetzt hat sie erstmal eine klare Frage von Ihnen, Sigmar. Ich bedanke mich für den Anruf und gebe die Frage natürlich an Frau von Storch. Frau von Storch, wie sozial ist die Marktwirtschaft der AfD? Wie großkapitalistisch ist sie? Ja, ich glaube, das, was wir vertreten, das ist die Definition der sozialen Marktwirtschaft. Aber das Thema, was Sie angesprochen haben, ist natürlich tatsächlich eins. Wir haben ein weltweites Problem mit den großen globalen agierenden Konzernen, so möchte ich das mal sagen, die das Kapital bei sich sammeln, die damit Macht ausüben und die damit die Rahmenbedingungen zu ihren Gunsten verschieben und verändern. Und zwar in alle Bereiche hinein, bis hinein in die Meinungsfreiheit und die Zensur der Netze, die denen ja gehören, worüber sie auch einen amtierenden amerikanischen Präsidenten einfach mal von, wie viel waren es, 80 Millionen Followern abschneiden kann. Das heißt, wir haben eine Konzentration von Macht und Kapital in einem Ausmaß, wie es das tatsächlich noch nie gegeben hat. Und das mit den ganzen Folgewirkungen, die wir jetzt bis ins Kleinste hinein bei uns sehen können. Und das ist in der Tat ein echtes Problem. Dem leisten aber links in erster Linie die Linken Vorschub, denn es ist eine linke, eine marxistisch geprägte Bewegung, möchte ich sagen, die international versucht, zusammen mit den global agierenden Unternehmen in unsere Bereiche, in unsere Gesellschaften hinein zu regieren, sie umzugestalten, umzuformen, umzuformulieren und zu beeinflussen. Und dem setzen wir uns in aller Klarheit, dem stellen wir uns in aller Klarheit entgegen. Wir wollen, dass eine Wirtschaft auf mehr wieder nationaler Ebene mit etwas weniger globalen Verflechtungen, von denen wir jetzt sehen, wo die uns hinbringen, wenn es mal irgendwo wackelt. Davon müssen wir runterkommen. Wir müssen uns wieder mehr besinnen. Ich rede nicht von einer Beendigung des internationalen Handels. Das bleibt weiter wichtig. Aber wir müssen uns etwas entflechten. Wir müssen wieder auf unsere eigene nationale Wirtschaft achten. Wir müssen sehen, dass wir mit den wichtigen Produkten selber in der Lage sind, uns zu versorgen, uns unabhängiger zu machen, so möchte ich sagen, unabhängiger machen von bestimmten internationalen Verflechtungen. Wir wollen da nicht raus, aber wir wollen uns unabhängiger machen und wir wollen bewusster werden, wie verletzbar wir sind. Wir sehen das jetzt gerade, wenn bei uns es Aspirin nicht mehr gibt, weil irgendwo am Ende der Welt in China irgendwelche Stoffe nicht mehr geliefert werden. Das kann so nicht sein. Das ist ein Ausmaß, was dort gekommen ist im wirtschaftlichen Bereich, aber eben auch in dem ganzen Tech-Bereich. Der ist in der Tat zurückzuschneiden. Wir haben da ein ganz, ganz großes Problem. Das sehe ich, das sehen wir genau. Und wir adressieren das auch. Also wir nehmen an der Stelle mit, hier gibt es aus Sicht von Frau von Storch sehr wohl noch rechts und links und ein Qualitätsunterschied zwischen beiden. Vielleicht wird darüber noch zu reden sein. Jetzt haben wir den nächsten Anruf an der Leitung. Ich grüße Sie, Paul Brandenburg live. Mit wem sprechen wir bitte? Hallo Paul Brandenburg, ich grüße euch und auch Frau von Storch, schönen Abend wünsche ich und ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Ja, freue mich auch. Mit wem sprechen wir denn bitte? Ich bin ein Peter, der aus dem Heidekreis anruft in Niedersachsen. Das freut mich. Und der zum ersten Mal bei der Landtagswahl letzte Woche Sonntag die AfD gewählt hat. Na, da finden zwei zusammen. Das wird Frau von Storch wirklich gerne hören. Richtig. Mein Anruf ist jetzt erstmal die, bitte, bitte, liebe AfD, enttäuscht die Wähler nicht, die euch wirklich letzten Sonntag die Stimme gegeben habt. Es kamen schon viele Fragen und Anregungen. Das Problem ist eigentlich, ja, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, ich bin früher klassischer SPD-Wähler gewesen und ich habe gesagt, ja,
laut dieser Corona-Politik, laut einer fürchterlichen Corona-Politik aus dem Gesundheitsministerium in Hannover, wo eine Frau Behrens sitzt und ein Herrn Weil, die einen autoritären Führungsstil während der Corona-Krise an den Tag gelegt haben, habe ich gedacht, es kann nicht sein. 2G wurde gekippt, wir haben selbst ein Einzelhandelsgeschäft und hatten Gott sei Dank, dass das Oberverwaltungsgericht Lüneburg vor Weihnachten die 2G-Regel gekippt hat, das Weihnachtsgeschäft letztes Jahr Geschäft retten können. Und und eine Sache noch, ich bin eigentlich in die Wahlkabine gegangen, um mein Kreuzchen bei der SPD zu machen. Da kommt mir doch tatsächlich ein Mann auf Krücken entgegen und sagt, Peter, erkennst du mich nicht? Ich denke nur so, Mensch, mit dem kennst du doch irgendwo, einen Schulkumpel aus früheren Zeiten. Auf Krücken, ich sage, was ist mit dir passiert? Du sagst, ich habe einen Impfschaden. Ich sage, was? Ja, sagt er, nach der ersten Impfe Thrombose, nach der zweiten Impfe ist er auf der Intensivstation aufgewacht, da ist irgendwie das Nervensystem zusammengebrochen bei ihm. So, ich sage, kriegst du Hilfe? Machen die irgendwas? Er sagt, Peter, nichts. Ich musste mir jetzt einen Anwalt nehmen. Paul-Ehrlich-Institut, alles abgewiesen. Robert-Koch-Institut, lange Wartezeiten gibt es nicht, hat es nicht zu geben. Mit dieser Faust in der Tasche, mit dieser Wut, Frau von Storch, bin ich in die Wahlkabine gegangen. Denn ich weiß, wie die AfD, wie Herr Sichert, kämpft im Gesundheitsausschuss im Bundestag. Er hatte mir meine Mail geschrieben, da kann ich wirklich nur den Hut ziehen. Und die beste Rede, die wir bekommen haben, dass die Impfpflicht nicht stattgefunden hat, war die von Frau Weidel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was jetzt abgeht im Moment und dieses, die Frage an Frau von Storch ist eigentlich, bitte, bitte sehen Sie zu, dass Sie in den Mainstream vielleicht, in die Mainstream-Medien mehr rüberkommt, dass die, wir sind nach dem Kriege so weit, dass, denke ich mir mal, auch eine Rechte die Berechtigung hat, sich an einen runden Tisch zu setzen und mitdiskutieren darf. Wenn wir das nach diesen vielen Jahren nicht dürfen und nicht können, denke ich mir mal, haben wir die Demokratie, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, dann verspielt, dann stimmt irgendwas nicht. Also wir dürfen, und das würde ich der AfD wirklich auch sagen, bei allen Geschichtsbewusstsein, was wir Deutschen hier an den Tag legen, mit dieser fürchterlichen Sache, was passiert ist. Dies dürfen, und das darf auch die AfD nicht vergessen, so, aber wir müssen uns alle an einen Tisch sitzen um die Zukunft, und darum geht es ja, damit wir nicht andere Gefahren, die aus anderen Richtungen vielleicht irgendwann mal kommen, dass wir das gemeinsam diskutieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Peter, und meine Bitte und meine Frage ist eigentlich, sehen Sie bitte zu und enttäuschen Sie die Wähler nicht, die Ihnen jetzt wirklich ein großes Vertrauen geschenkt haben. Lieber Peter, also bevor ich das jetzt gern weitergebe, Sie haben natürlich der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden jetzt ein paar Bälle hingelegt, die sie mit Freude einlochen wird. Das ist ein Heimspiel, es sei Ihnen allen gegönnt. Aber jetzt nehme ich Sie einfach mal beim Schlawittchen. Sie sagen, Sie sind ein alter SPD-Wähler. Ich will Ihnen das jetzt einfach alles glauben. Genau, ja. Und frage Sie dann einmal, dann sind Sie ja, kann man sagen, ein alter Linker. Nehmen Sie es mir nicht böse, ich werte das jetzt nicht. Wie stehen Sie zu der Frage? Wie recht sind Sie denn dann jetzt geworden? Denn es würden Ihnen die Grünen jetzt entgegenhalten, dass Sie da glatte Nazis gewählt haben. Natürlich eine Dunkelfrau, wie genau. von Storch natürlich, genau. Sozusagen mit die Hölle mit ihr darauf beschwören. Also aus Ihrer Sicht als alter Sozialdemokrat, wie rechts ist die AfD und wie links waren Sie dann vorher und wie sehr passen diese Begriffe jetzt noch? Also diese Begriffe für mich, ich bin eigentlich ein Typ gewesen, mich hat Politik, ich sag's mal ganz ehrlich, ich bin Jahrgang 61. Mich hat das im Grunde alles nicht interessiert. Wir sind im Wohlstand aufgewachsen, ich komme aus dem Westen, wie gesagt, und wir kannten das nicht und Politik interessierte mich eigentlich nicht. Was mein Manko war, also ich bin homosexuell, das sage ich ganz ehrlich, und ich war froh, dass wir diese Gesetze, diese ganze Sache, dass wir uns da auf einem richtigen guten Weg befanden, und so gerade meine Generation hatte eigentlich sehr, sehr viel durchgeboxt. Das ist eigentlich mein politisches Grundverständnis erstmal gewesen. Was mir jetzt aber auffällt, dass sich also wirklich seit 20, 30 Jahren unser Land gravierend eigentlich seit der Wiedervereinigung verändert hat und wir eigentlich kein richtiges gemeinsames Deutschland, wo auch der Osten sich mehr mit einbringen kann, wo der Westen die Überheblichkeit vielleicht ein bisschen ablegt, wo wir uns also gemeinsam irgendwo treffen. Wir haben es, glaube ich, versäumt, nach der Wiedervereinigung uns Gesetze zu schaffen, die dem Land eine Identität geben. Ich sehe hier im Heidekreis, wir haben hier eine ehemalige britische Kaserne, die ist im Moment vollgeproppt mit ankommenden Flüchtlingen. Was dato ja erstmal gar nicht schlecht ist. Bloß die Leute in einer Kleinstadt merken natürlich, dass sich das Umfeld irgendwo verändert. Und gerade diese Wähler, die früher die CDU oder auch die SPD gewählt haben, die sagen, die Politik, die findet hier keine Lösung. Lars Klingbeil kommt hier aus dem Landkreis, der kommt auch alle Nase lang und guckt, wie sieht's denn hier aus? Ist hier alles noch ruhig? Nein, es ist nicht ruhig. Es brodelt unter der Oberfläche, weil die Kommune ist total überfordert. Da sind ganz schlimme Dinge, die auch in den Büschen passiert und
und. Und das macht die Leute natürlich wütend. Sie erkennen plötzlich ihr Land nicht mehr wieder. So, und die einzige politische Kraft, die da im Moment wirklich was anzubieten hätte, weil sie sagt, das geht einfach so nicht weiter, das ist wirklich die AfD im Moment. So, ich sage es jetzt mal ganz krass, so schlimm das eigentlich ist, denn andere Parteien sehen das ja auch. So, und sich dann an einen Tisch zu setzen und vielleicht mal ordentlich zu diskutieren, um vielleicht wirklich zu einer guten Lösung zu kommen, die vielleicht für alle gut ist, auch für die armen Flüchtlinge, die da kommen, denke ich mir mal, ist es sehr, sehr wichtig, um diese Menschen zu integrieren, damit, ich sage es mal ganz ehrlich, die Wut auch auf der Bevölkerung, die sich vielleicht wirklich ein Häuschen gebaut haben und jetzt plötzlich sehen, hier in meiner kleinen Stadt stimmt irgendwas nicht mehr, weil, ja, Ja. Peter, ich danke Ihnen dafür. Das ist ja mitten aus dem Leben gegriffen, um zu sagen, Frau von Storch, wenn ich das jetzt weitergeben darf an Sie, ist dann okay. Sehr gegönnt. Das geht sicherlich runter wie Öl, das zu hören. Aber da kommt ja offenkundig ein, sagen wir mal, das ganz wertfrei gemeint, altlinker, klassischer Sozialdemokrat, der auch noch sagt, Mensch, mit den Sozialdemokraten wurde vernünftige Familienpolitik gemacht, die Diskriminierung von Homosexuellen beendet, was gut ist. Und der wählt nun Sie. Das ist natürlich schön für Sie. Frage, punkten Sie dann, ist Ihr Wachstumspotenzial dann wirklich noch rechts oder wo liegt es eigentlich? Weil so richtig rechts klang Peter jetzt nicht, oder? Nein, das ist genau das, was wir jetzt gerade feststellen und was uns natürlich freut. Die Menschen, die zu uns kommen, haben jetzt diese Rechts-Links-Schere nicht im Kopf, aber die sagen, die machen vernünftige Angebote. Sie haben ja gerade zwei Themen angesprochen und zwar das eine ist das Thema Impfschäden. Das war jetzt das Thema, wo er richtigerweise sagt, das sind die einzigen, die das adressieren, sind wir. Wir warnen davor, wir machen das groß, wir adressieren dieses Thema. Das zweite Thema, was er so vorsichtig angesprochen hat, ist, wir erkennen unsere Stadt nicht wieder. Wir fühlen uns hier nicht wohl. Und hat dabei die Worte sehr wohl gewägt, weil er genau weiß, dass dieses Thema bereits tabuisiert worden ist. Und zu sagen, ich kenne meine Stadt nicht wieder. Ich war neulich auch in meiner Stadt, in der ich in die Schule gegangen bin. Ich habe auch gestaunt, wie das da plötzlich aussieht. Und nein, wir wollen das nicht. Und wir umschreiben das jetzt und das tun wir weiter, weil wir sonst Probleme bekommen. Aber die AfD ist die Einzige, die sagt, wir wollen unser Deutschland so erhalten und bewahren, wie es war. Wir wollen als deutsche Nation erkennbar bleiben. Wir wollen unsere Tradition, wir wollen unsere Kultur, wir wollen unsere Identität bewahren. Wir lieben unser Land so, wie es ist. Und wir lieben Frankreich so, wie es ist. Und wir lieben die Türkei so, wie die sind. Und wir wollen, dass jeder seine eigene nationale Identität bewahren kann. Und wir wollen das nicht in einem großen Topf vermischen und am Ende alle irgendwie eins und gleich sein. Und das heißt, das Thema Zuwanderung, sagen wir, wir können nicht unbegrenzte Zuwanderung zu uns haben. Wir wollen unsere Identität darüber nicht aufgeben. Wir können uns das auch nicht leisten. Und das führt zu unglaublichen Konflikten. Und wir wollen nicht irgendwann nach Frankreich oder in die Türkei fahren und feststellen, das ist bei denen genauso wie bei uns, Stichwort Multikulti. Wir wollen die Kulturen alle erhalten, aber eben in ihren Kreisen, Austausch und so weiter, alles gar kein Thema. Aber das, was jetzt stattfindet, man redet uns ein, dass wir aus aller Herren Länder die Menschen in unbeschränkter Zahl zu uns aufnehmen müssen und denen auch noch den deutschen Pass geben müssen, um dann am Ende ein großes Ganzes einzusein. Die Menschen im Land wollen das nicht und sie sehen, dass das nicht funktioniert. Und das Thema ist deswegen problematisch, weil es Leute gibt, die haben etwas gegen Ausländer, weil sie Ausländer sind. Die haben eine Herzenshaltung, die wir nicht teilen. Das ist das Problem an der Stelle. Sondern wir sagen, wir wollen unseres bewahren. Das ist positiv. Und das andere Thema, was der Herr gerade angesprochen hat, war natürlich das Impfthema. Sind also völlig, kommt aus zwei verschiedenen Ecken. Aber ich sage, die Themen, die wir ansprechen, in beiden Themen, die sind einfach nur vernünftig. Es ist einfach nur normal, dass ein Land Grenzen hat, die es schützt. Es ist einfach normal, dass man sagt, wir können und wollen nicht jeden hier integrieren. Und so weiter. Nun halte ich Ihnen natürlich entgegen, auch die Linke würde sagen, dass ihre Positionen normal sind. Ich konstatiere einfach mal, das ist eine klassisch rechte Position, die Grenzen zu schützen, den Begriff der Nation hochzuhalten. Das sage ich ganz wertfrei, aber ich würde an der Stelle mal festhalten, das ist doch etwas, was mit dem alten Begriff rechts zu bezeichnen ist, ohne dass das in radikal oder extremistische Richtung geht.
geht. Aber das ist ja doch eine klassische politische Kategorie. Sie verzeihen, dass ich beim Thema Impfschäden und einmal kurz dazwischen bin. Wir wollen noch möglichst vielen Menschen die Gelegenheit geben, sich hier zu melden und anzurufen, mit uns zu sprechen. Der nächste Anrufer ist jetzt live. Herzlich willkommen bei Paul Brandenburg Live. Seien Sie so freundlich, bitte drehen Sie Ihren Stream zu Hause einmal runter, die Lautstärke. Wunderbar. Jetzt hören wir Sie gut. Mit wem spreche ich bitte? Ich bin wieder Paula. Ich wollte vorhin schon ins Live. Leider wurde ich nur kurz so mit dem Text reingesteckt. Wir haben uns vorhin aber gesprochen, Paula. Ja, aber ich wollte eigentlich ins Live. Ich wusste nicht, wie das läuft. Das ist mein erstes Mal. Macht nichts. Herzlich willkommen. Sie hatten aber schon die Gelegenheit. Seien Sie so gut, dann machen die Leitung frei für die nächste Frage. Denn Sie waren ja schon unsere zweite Anruferin, ja? Entschuldigung, kein weiß Problem. Jetzt nicht. So, kein Problem. Man kann es auch gerne nochmal versuchen, aber manche haben vielleicht nicht ganz gemerkt, dass sie tatsächlich schon live waren. Der nächste Anrufer aus Westdeutschland mit einer 022 davor, wenn ich richtig liege. Ich grüße Sie, Paul Brandenburg live. Das sage ich ganz wertfrei, aber ich würde... Ja, hallo? Ja, hallo, Sie sind live auf Sendung. Seien Sie so gut, drehen Sie den Stream vielleicht einmal runter, die Lautstärke, dann haben wir keine Rückkopplung. Und verraten Sie uns vielleicht auch gerne Ihren Namen. Mit wem spreche ich bitte? Carsten aus Bergisch Gladbach. Hallo Paul Brandenburg, hallo Frau von Storch. Carsten, ich grüße Sie. Sie sind drei Themen. Bitte schön. Drei Themen. Ich halte die AfD für eine Alibi-Partei aus folgenden Gründen. Wer hat als einziger in der Corona-Zeit die Grundrechte massiv verteidigt? Niemand. Das mussten die Bürger tun. Selbst die AfD war dazu offenbar nicht in der Lage. Zweitens, das völkische Vokabular, insbesondere aus den Verbänden im Osten, das stört mich ganz gewaltig und halte ich für einen Hinderungsgrund, die Partei zu wählen. Vielleicht kann da Frau von Storch etwas zu sagen. Ich meine insbesondere Herrn Höcke. Bestimmt kann sie das. Seien Sie gut, Alibi-Partei, vielleicht noch kurz den Begriff auszuführen. Also Alibi wofür? Also man musste die AfD, habe ich den Eindruck, zuletzt einfach zur Kritik hintragen. In der Anfangszeit, seit den ersten Lockdowns, kam überhaupt gar nichts rüber irgendwie. Mhm. Ich habe neidisch auf die FPÖ in Österreich geschaut, die von Anbeginn an auf die Grundrechte und die Einhaltung der Grundrechte Wert gelegt haben. Das hat mir unglaublich gefehlt und ich hatte Hoffnung, dass die AfD hier mal einen zündet. Verstanden. So, drittes, Klima. Menschengemachter Klimawandel. Warum kommt da nichts? Mittlerweile ist es doch, wie soll ich sagen, auch in den Mainstream-Medien angekommen, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Ich habe zuletzt Herrn Homburg gehört, der sagte ganz profan auf eine Zuschauerfrage in seinen Vorträgen, ja, wie sieht's aus mit diesem Klima? Dann hat er nur geantwortet, ja, jemand, der behauptet, es gäbe den menschengemachten Klimawandel, dem würde er die Frage stellen, was ist das Holozän? Das ist also ganz einfach, in die Diskussion zu bringen. Da erwarte ich von der AfD irgendwie etwas mehr, um sie wählen zu können. Mhm. Lassen Sie mich da kurz noch nachfragen für die weniger geowissenschaftlich vorgebildeten Menschen. Die Frage ist also, ob die AfD diesen menschengemachten Klimawandel leugnet oder nicht richtig bekämpft. Sie erwarten sich mehr Klimawandelabwehr oder wie ist Ihre Frage zu interpretieren? Ich erwarte von der AfD mehr Diskussionsbeiträge zu der Frage, gibt es diesen menschengemachten Klimawandel oder gibt es ihn nicht? Beziehungsweise welche Folgen müssen daraus geschlossen werden aus dieser gesamten Diskussion? Carsten, jetzt habe sogar ich es verstanden. Das heißt, Frau von Storch wird es schon lange verstanden haben. Ich bedanke mich herzlich für die Frage und gebe Sie weiter mit Ihrem Einverständnis. Frau von Storch, drei Fragen, drei Antworten. Die AfD als Alibi-Partei, wo war die Kritik an Corona zur rechten Zeit? Ja, also das rekurriert so etwas auf die Frage ganz am Anfang. Wir finden zu wenig statt in den Medien. Wir werden nicht dargestellt. Wir werden ausgegrenzt. Wir sind zu diesen Themen mit Anträgen, mit Beiträgen, mit Reden, mit Aktionen so aktiv wie sonst niemand. Nur, wo sehen Sie das? Sie sehen das bei uns in unseren Netzwerken, aber natürlich die allgemeine Presse nimmt das viel zu wenig auf. Das ist ein ganz großes Problem. Wir haben sehr viele Vorschläge gemacht in allen möglichen Bereichen und darüber wird nicht oder manchmal sogar wirklich falsch berichtet. Das ist ein Problem. Zu sagen, wir sind an der Stelle nicht laut, wir sind die härtesten Kritiker gewesen des Lockdowns, schon immer die ganze Zeit.
Die Demonstrationen, die stattgefunden haben gegen die Lockdowns in der ganzen Republik, die waren zum Teil von uns organisiert, zum Teil aber auch nicht, sondern überall von den Bürgern im Land, was die Sache noch sehr viel stärker gemacht hat und für die Politik noch viel gefährlicher, weil sie gesehen hat, das ist nicht nur ein Thema Anti-Lockdown von der AfD, sondern das ist ein Thema, das weit über die Grenzen der AfD hinaus von den Menschen im Land vertreten wird. Also das ist das Thema, sie machen zu wenig, sie tun zu wenig, das korrespondiert immer mit, es wird so wenig darüber berichtet, was wir tun und was wir machen. Wir sind Oppositionspartei. Okay. Das heißt, wir haben eine Mehrheit, um etwas durchzusetzen, angesetzen, was dann bei den Menschen wiederum ankommt. Wir haben nur die Möglichkeit, Anträge zu stellen, die dann immer, und zwar immer, abgelehnt werden, egal wie vernünftig sie sind oder auch wenn wir Anträge von den anderen übernehmen, beziehungsweise die übernehmen Anträge von uns und sagen dann, es wären ihre gewesen. Wie auch immer, die AfD kommt dann nicht vor. Deswegen ist die Wahrnehmung gar nicht richtig, dass wir in diesen ganzen Dingen keine Vorschläge machen. Nur, die werden häufig nicht berichtet. Dass ich da etwas strukturierend eingreife mit Blick auf die Uhr, weil wir eine dreiteilige Frage hatten. Also hier sozusagen der schwarze Peter liegt bei den Medien. Die AfD mache wohl sehr wohl was. Die Alibi-Partei lassen sie da so nicht gelten, auch wenn man anderer Meinung sein kann. Der zweite Teil der Frage war ja, wie stehen Sie zu dem, wie der Anrufer sagte, völkisch Gebaren, insbesondere von Herrn Höcke, ich möchte nachsetzen, vielleicht auch von Herrn Kalbitz, und der Frage, dass das Menschen verschrecken kann, die vielleicht ansonsten Sympathien für die Partei hätten. Ja, das ist ein altbekanntes Thema, das ich sehr gut kenne natürlich. Wir haben darüber Diskussionen in der Partei. Über Herrn Kalbitz müssen wir nicht mehr reden, der ist Geschichte. Dass das Menschen verschreckt, das ist bekannt. Das ist bedauerlich und wir versuchen immer da einzugreifen, wenn wir tatsächlich etwas feststellen. Das, was ich dem entgegenhalten möchte, ich möchte Ihnen sagen, dieses Land steht vor einer existenziellen Krise. Die Menschen überlegen sich, wie sie durch den Winter kommen. Wir sehen Blackouts entgegen, 3 Tage Stromausfall in Berlin. Das mag man sich gar nicht ausmalen. Die Menschen horten Lebensmittelkonserven und so weiter. Diese Probleme hat eine Höcke nicht verursacht. Die hat die AfD nicht verursacht. Das verursacht die anderen mit ihrer grünen Politik. Das hat der Anrufer ja auch nicht gesagt. Also das wollen wir ihm jetzt gar nicht unterstellen. Also das war ja die Frage. Ich versuche nur sozusagen zu sagen, ich kann verstehen, dass man sich an einzelnen Äußerungen von einzelnen Protagonisten von uns stört. Das tue ich auch gelegentlich. Aber die Probleme, die wir in diesem Land haben, die sind so ungleich viel größer als das, was einzelne Protagonisten bei uns gelegentlich mal an falschen Wörtern und Sätzen und Reden gehalten haben, als das, was die anderen machen. Und das mit Verhältnis setzen. Ich kann das einfach nicht. Ich habe diese Debatte, kenne ich aus meinem eigenen Umfeld auch. Und da sage ich immer, ja, es gibt bei uns gelegentlich Probleme. Wir versuchen, die zu beheben. Aber das, was jetzt auf uns zukommt, das hätte unsere Partei mit all diesen Protagonisten gut verhindert, wenn wir unser Das halten wir fest. Da mag der ein oder andere sagen, na ja, jetzt lenken Sie aber ab. Ne? Das möchte ich vielleicht auch sagen. Also dazu sagen, es ist nicht so wichtig wie das andere Problem, was wir haben. Aber die Uhr rettet Sie in diesem Fall, weil ich gerne noch die Frage mit dem Klimawandel anschließen möchte. Wir haben leider so wenig Zeit. Mit in aller Kürze maximal einer Minute. Die AfD und der menschengemachte Klimawandel. Macht sie zu viel? Macht sie zu wenig? Gibt es ihn nicht? Es gibt Klimawandel seit vielen Millionen Jahren, ganz unabhängig auch von dem Menschen. Ad 1, Ad 2, das, was der Mensch machen könnte in Deutschland, ist null. Das heißt, alles das, was wir tun, auch wenn wir die Deutschland in einen Agrarstand zurückverwandeln und keine Kühe mehr haben, das heißt überhaupt gar keine klimaschädlichen Gase mehr irgendwie produzieren, ändert das an dem Gesamtklima der Welt genau nichts. Und deswegen sagen wir, wir sollten diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, nicht tun. Die sind nur dazu da, uns einen Lebensstil aufzuzwingen, den die Linken und die Grünen schon immer uns aufzwingen wollten. Jedes Argument ist ihnen dafür recht und da sollten wir nicht mitmachen. Wir haben der Bundesfinanzminister seinerzeit, der jetzt der Kanzler ist und Scholz heißt, hat das mal im Bundestag auf den folgenden Punkt gebracht. Das ist nachzuhören. Er hat sich die Frage im Plenum selbst gestellt, warum machen wir denn diese ganzen Klimaschutzmaßnahmen in Deutschland, wo sie doch international gar nichts bringen? Ich sage Ihnen, warum wir das machen, weil wir es
können. Das war die Antwort des damaligen Finanzministers und dem folgen wir in keiner Weise. Das heißt, da, wo wir keinen Einfluss haben, sollten wir es unterlassen. Wir sollten die Natur mehr schützen als das Klima. Das ist uns wichtiger. Der Naturschutz kommt viel zu kurz. Der Naturschutz wird geopfert dem Klimaschutz. Das hat ganz große und nachteilige Folgen. Und das heißt, auch da an der Stelle, dass die wahre Umweltschutzpartei, das ist an der Stelle die AfD, die Beiträge, die Deutschland zum Klima retten, liefern kann, die sind nicht messbar und auch nicht nachhaltig. Deswegen sind die überflüssig. Ich danke Ihnen. An Klarheit haben Sie es nicht mangeln lassen. Die Zeit rennt uns leider davon. Unsere Stunde auf Kontrafunk neigt sich schon wieder dem Ende zu. Deswegen kann ich nur noch sagen, herzlichen Dank an Sie alle da draußen, die angerufen haben. Besonderen Dank an diejenigen, die es nicht in die Sendung geschafft haben und in der Warteschleife hängen geblieben sind. Bitte erweisen Sie uns die Ehre. Versuchen Sie es nächste Woche wieder zu einem spannenden Thema, auch nur mit einer Stunde in aller Kürze, aber mit einem neuen spannenden Thema. Ich sage ganz herzlichen Dank an Beatrix von Storch, die sich diesen Fragen und Anrufern gestellt hat. Es fiel ja, glaube ich, insgesamt nicht sehr schwer. Es war nun keine sehr kontroverse Diskussion an vielen Stellen, aber Behördenklarheit hat sich nicht vermissen lassen. Ich bedanke mich Ihnen da draußen noch einen schönen Abend und gute Unterhaltung mit dem nachfolgenden Programm von Kontrafunk, der Stimme der Vernunft.